Hallihallo, hallo, ich meine Lieben, und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, das letzte Mal hatten wir es fast bis zum Tempel geschafft. Und diesen Weg werden wir jetzt fortsetzen. Durch den Pass, durch die Mine. Das erinnert mich schon wieder an Herr der Ringe. Aber vorher... Genau. Wir sind ein Level aufgestiegen. Wir werden einen Levelpunkt umsetzen. Was haben wir hier? Ah, okay. Oh, okay. Okay, was ist das hier? Aha, aha, aha. Okay. Also diese eckigen Symbole hier sind Aktivfertigkeiten und das hier sind alles passive, die Runden. Und wie ihr seht, bei den Runden werden dann auch noch unsere Attribute mitgesteigert. So. Two-Handed und Schild, ne? Haben wir... Na, komm, hier, ja. Das ist Schild. Two-Handed, dann haben wir den Battle Master und den Vanguard. Das ist der Vanguard-Reihe, haben wir auch schon was. Da haben wir den hier. Ja, das sind die ganzen Taunt-Sachen hier, mehr oder weniger. Und, ah, hier haben wir die Kette dabei. Mhm. Mhm. Interesting. Ah ja, die Kette. Mit der Kette können wir Gegner jetzt ranziehen. Ist irgendeiner von den anderen noch Level up? Nee. Okay, onward! Kletter, the tunnel should be just ahead. The path to the temple lies just beyond it. What manner of tunnel is this? A mine? Part of an old mining complex. These mountains are full of such paths. And your missing soldiers are in there somewhere? Along with whatever has detained them. We shall see soon enough. Yeah. Diese Berge sind durchzogen von Minen. Eine Mine. Sie nennen es eine Mine. Ah, kommt ihr mal? Ich will jetzt nicht... Ah, wir sind immun gegen physikalische Effekte. Ich vergaß. Das cool, wie wir auch einfach mal die Wand aufsetzen. Was? Jetzt stirbt doch endlich. Meine Güte. Ah. Ah. Nichts hier. Nein, hier ist auch nichts. So ähnlich wie Diablo, wo man immer mit Alt gedrückt rumliegt, um zu sehen, was auf dem Boden liegt. Ah, hier haben wir immer Loot. Was haben wir hier? Stiletto, das ist okay. Jo, nehmen wir einfach mal mit. Na? Ich meine, die Kiste kannst du eh nicht gebrauchen. Ah. Ah, Seite. Noch ein Lootbeutel. Mensch. Das wäre schon neureich hier. Wir laufen mal durch. Mal diese blöden Fernkämpfer kaputt machen. Jawoll! Und wieder einmal geschattert.
sind den Sachen hier, steht auch schon da, das sind sogenannte Forschungs-Items. Mit denen können wir die Schwachstellen der Gegner erforschen. Und wenn wir dann in diese taktische Kamera gehen, das hier, und dann Mouse-Over quasi machen, dann sehen wir, was sie für Stärken und Schwächen haben. Das sehen wir von Anfang an nicht. Nur bei manchen. Yes, we found the soldiers. That cannot be all of them. So the others could be holed up ahead. Our priority must be the breach. Unless we seal it soon, no one is safe. I'm leaving that to our elven friend here. Ich versuche gerade zu erklären, dass man die Schwächen und Gegner Schwächen und Stärken von Monstern ausfinden kann, und die quatschen immer dazwischen. Eine Frischheit. Ui, get over here! So. Oh, verdammt. So, die ist jetzt mal ein Tor. Lady Cassandra! Wo wir eine zweite Welle bekommen. Just barely. Ah Gott, ich hasse diese Viecher. Die porten sich unter einen. Ah, jetzt machen wir mal Disrupt. Wenn wir das quasi machen, reißen den Rift nochmal auf und unterbrechen die Monster, die aus dem Rift kamen, und machen ihnen Schaden. Das ist vor allem bei einigen späteren Monstern. Oh. Cutscene. Sealed, as before. You are becoming quite proficient at this. Let's hope it works on the big one. Thank the Maker you finally arrived, Lady Cassandra. I don't think we could have held out much longer. Thank our prisoner, Lieutenant. She insisted we come this way. The prisoner? Then you... Ja. Wir haben uns dafür entschieden, diese Leute zu retten. Ja, das war das Risiko wert. Und alles an einem Tag. Und keine Zeit zum Reden. Nehmen wir mal den etwas scherzhafteren Weg, glaube ich. Closing rifts and saving soldiers. It's what I do. Then you have my sincere gratitude. The way into the valley behind us is clear for the moment. Go, while you still can. At once. Quickly, let's move! The path ahead appears to be clear of demons as well. Let's hurry before that changes. Way! Down the ladder. That's the way to the temple. Na, eigentlich haben uns keine Horden von Orks und einem Balrog verfolgt. Hä? Was? An den Leiter blinkt her. Okay. So, holes in the Fade don't just accidentally happen, right? If enough magic is brought to bear, it is possible. But there are easier ways to make things explode. That is true. Ja, von nah dran. Wir können nicht mal so hochschauen. Von nah dran sieht es doch schon beeindruckend aus. Also wenn das der Temple of Sacred Ashes ist, dann sah der früher mal anders aus. The Temple of Sacred Ashes. What's left of it? That is where you walked out of the Fade, and our soldiers found you. They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was. Ja, ein Scout Head. Thank you.
reach is a long way up. You're here. Thank the Maker. Liliana, have your men take up positions around the temple. This is your chance to end this. Are you ready? Wir können es hier und jetzt enden. Das glaubt jetzt ehrlich. Wir versuchen es. I'll try, but I don't know if I can reach that, much less close it. No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the breach. Then let's find a way down. And be careful. Now is the hour of our victory. Bring forth the sacrifice. What are we hearing? At a guess, the person who created the breach. Rotes Lyrium. You know this stuff is Red Lyrium, Seeker. I see it, Varric. But what's it doing here? Magic could have drawn on Lyrium beneath the temple, corrupted it. It's evil. Whatever you do, don't touch it. Keep the sacrifice still. Gut, Kinder. Rotes Lyrium nicht anfassen. Someone help me! That is Divine Justinia's voice. Your voice. Most Holy called out to you, but... What's going on here? Run while you can! We have an intruder. Slay the elf. There. Who attacked? And the Divine, is she... Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. Echoes of what happened here. The Fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons. Stand ready. Haben wir einen ganz großen gefunden. Now! We must strip its defenses, wear it down. Kloppen.
steht der? Der hat Cooldowns. Ah, Payback Strike. Ja. Someone help! Unterbrechen? Ja. Bam! Und wieder hin zum Kerl. Lass mich durch! Töten. So. So. Und dann blöde Rüstung. Ah, ich kann den Rift wieder unterbrechen. Beric da vorne. So. Beric dahin. Dann der Nahkämpfer, Fernkämpfer und steht in der ersten Reihe. Ist der gerade meinen Schlag ausgewichen? Na komm. Ja, ist er reingefroren? Oh, wir haben ihn now, besiegt. Seal the rift. Ah Gott. Do it. Epische Ziehen ist episch. Epische Szene bestätigt. Oh mein Gott, war das ein episch kurzer Ladebildschirm? Sollte das wirklich ein episch kurzer Ladebildschirm sein? Na, es ist doch kein episch kurzer Ladebildschirm. Meh. Meh. Hallo? Wo sind die? Oh! I didn't know you were awake, I swear. Ja, da scheint jemand Angst vor uns zu haben. Wo sind wir? Warum hast du Angst? Und es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Don't worry about it. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You are back in Haven, my lady. They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. It's all anyone has talked about for the last 3 days. Mhm, also wir haben es geschafft, den Riss zu schließen, den großen.
Und scheint zum Pferd das Stadtgespräch. So, dann das erste ist, sind wir sicher? Und dann sind sie erfreut. Das dritte ist, was passiert nun? Was passiert nun? So a trial happens now, I suppose. I don't know anything about that. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. Da ist aber jemand eilig. Oh. Loot. Special Shipments. Bein Hopes. One better at this time. He takes over before the sun expired. Day one. Claiming shallow breathing. Pulse overpassed. Not responsive. Pupils dilated. Mage says her scaring mark is thrumming with unknown magic. Wish we could station a Templar in here, just in case. Ah, das scheinen Notizen eines Doktors zu sein, der Symptome bzw. unser Befinden notiert hat. So, Level up. Whirlwind ist schön. Oh, auch nicht schlecht. Das hier erlaubt uns, also Guardsmasher erlaubt uns auch gegen die Rüstung, also dieser graue Klinkerbalken da, der sich über die HP legt, auch daran Schaden zu machen direkt. Normalerweise ist das eine Art Schadenspuffer, ne? Man macht auch verringert physischen Schaden gegen Rüstung. Und wenn man aber sowas hat, dann kann man das quasi ausgleichen. Wow. So. Wenn wir von hinten angreifen, slowen wir die Gegner, und wenn wir kritisch treffen, dann machen wir schwächen wir sie, sodass sie weniger Schaden austeilen. Ich bräuchte noch einen Ansturm. Ja, das brauchen wir noch. Tauschen wir mal um. Ja. Super. Wow. Viele Leute. Ich versteck mich. Oh. Elfroot. Mach mal Elfroot. Und eine Lootkiste. Oh, ein Elfenkauer. Schon wieder eine Kopfbedeckung. Oh. Oh, nichts Interessantes, sondern. So viele Leute. Sieht anscheinend gerade ganz schön an Leistung irgendwas hier. Was ist denn hier bei mir so eine Leistung? Keine Ahnung. Naja. Laufen wir mal weiter. Nein, Sucher wissen nicht alles. So.
Oh, die knien sogar. Na hoppla. Noch ein Letter. Oh, das sind nochmal Notizen vom Arzt. Less thrashing. Some response to stimulus. Vitals seem solid. Two attempts so far by locals to break into the chantry to kill my patient. Hui. All this work to save her life, and will they just execute her? Will inform Lady Cassandra. I expect her to wake before the morn. Ah ja. Es wurde halt bereits zweimal versucht, während wir ohnmächtig waren, uns zu töten. Chancellor Roderick says that the Chantry wants nothing to do with us. That isn't Chancellor Roderick's decision. Hui, und auf einmal geht's flüssiger. God completely mad. She should be taken to Valroyo immediately. Oh. To be tried by whomever becomes defiled. Oh. I do not believe she is guilty. The elf failed, Seeker. Oh. The breach is still in the sky. For all you know, she intended it this way. I do not believe that. That is not for you to decide. Your duty is to serve the Chantry. My duty is to serve the principles on which the Chantry was founded, Chancellor. As is yours. Wir haben nur gerade ein Streichgespräch gehört. Chain her! I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. Mhm. Der Typ scheint wohl eher darauf bedacht zu sein, innerhalb der Kirche aufzusteigen. Und nicht die Prinzipien der Kirche zu wahren. Überall nur Korruption. Eins wäre hier für uns, ich habe getan, was ich konnte. Zwei wäre, bin ich immer noch ein Verdächtiger. Und drittens ist, ihr wollt meine Hilfe. Schon wieder. So I'm still a suspect, even after what we just did. You absolutely are. No, she is not. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. Hä? Also der Erbauer oder der Maker, wie er auf Englisch heißt, soll uns also gesendet haben in ihrer dunkelsten Stunde. Das glaube ich nicht. Also ist hier, also die 4 ist hier, ich bin nicht ein Auserwählter. Und bist du sicher? Und was wollt ihr mehr? Denn ja, das ist, seid ihr sicher, nur sarkastisch, ne? Und das ist in einem überraschenden Ton, ihr glaubt, ich bin unschuldig. Ja, was machen wir? Für einen Auserwählter sind? Ich glaube nicht, dass wir ein Auserwählter sind. You realize I'm an elf. A Dalish elf. I have not forgotten. No matter what you are or what you believe,
You are exactly what we needed when we needed it. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order, with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. Oho. Man sieht mal wieder, wie das geschriebene Wort den Menschen regiert. Dieses kleine Buch, aber es ist nicht so klein, es ist ziemlich fett. Ist von der letzten, also von der Frau, die wir dort in der Vision gesehen haben, von der Heiligen, geschrieben worden. Und es ist die Anweisung, die Inquisition wieder aufleben zu lassen. Die Inquisition, von der auch das Spiel seinen Namen hat, beziehungsweise seinen Beititel. Und ja, die beiden Damen dort, in der Mitte Cassandra und rechts Liliana, wollen, dass wir da mitmachen. Ja. Was ist denn die alte Inquisition? What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done, united under a single banner once more. Hier sehen wir jetzt, dass wir durch die Frage eine weitere Nachfrage bekommen haben. Das meiste ist mit diesem Stern gekennzeichnet. Und können wir mal fragen, was jetzt nun mit der Kirche ist? Weil normalerweise ist ja in dieser Welt die Kirche mehr oder weniger auch eine Institution, die vor Ordnung sorgen soll. So, pa. But aren't you still part of the Chantry? Is that what you see? The Chantry will take time to find a new divine, and then it will wait for her direction. But we cannot wait. So many grand clerics died at the conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. Normalerweise, also eigentlich haben die beiden ja der großen Heiligen gedient, ne? Und man verbindet ja auch die Inquisition eigentlich mit der Kirche. Aber die Inquisition scheint, oder diese Inquisition, wie sie dort existiert hat, scheint nicht unbedingt etwas gewesen zu sein, was von der Kirche ausging, sondern einfach nur von Leuten, die die Ordnung schaffen wollten in einer verrückten Welt. Und in dem Fall ist es jetzt auch so. Wir starten quasi nur als wir. Hoppala. Und ohne den Kirchensupport und die Kirchenunterstützung und müssen uns selbst aufbauen. Und ja. Ja. Wir wollen helfen. If you're truly trying to restore order, that is the plan. Help us fix this, before it's too late. Ein feuchter Händedruck. Der Ladebildschirm of Doom. Oh.
so beginnt es. Ja, und das war das Intro. Nanu, wir tragen eine andere Rüstung. Interesting. So. Und ja. Ich sehe auf die Uhr und sehe, dass es ziemlich überzogen ist gerade. Daher werden wir mit Dragon Age der nächsten Folge weitermachen. Bis dahin wünsche ich euch also alles Gute und verabschiede mich. Euer SCP.